Es folgen ein paar Ausschnitte aus meinem neuen Roman Violent Dancing, erschienen in der Edition Meerauge des Verlags Johannes Hein im Januar 2020 in Klagenfurt. Sektion A, Mikroplastik. Andere werden weicher atmende Figuren aus Erz schmieden, glaube ich wenigstens, Gesichter voller Leben aus dem Marmor herausholen. Plinius der Jüngere, Briefe. We want a few mad people now. See where the sane ones have landed us. George Bernard Shaw, St. Joan. Das warme Grau von Spinnenseide. Ein Silhouettenfilm. Manche tanzen brutal. Shiva führt in der Hindu-Mythologie den kosmischen Tandava mit einer Axt aus. Menschen, die auf Hardcore-Konzerte gehen, bewegen sich zu wilder Musik gegeneinander. Jene, die Capoeira können, führen einen brasilianischen Kampftanz auf, der auf den afrikanischen Nigolo zurückgeht, den Zebratanz. Aber das ist nur ein Name. Und Zebras tanzen nicht, nur wenn man sie dazu zwingt. Tanzen mit Gewalt. Nichts ist uns fremd. Schritt 1. Rita/Lita. Montagskomma. Rita/Lita. Ich sprang oft aus dem Fenster. Meine Hände fühlten sich manchmal an, als wären sie zu viert. Ich mochte Kakteen und andere Sukkulenten. Mein Blumenschmuck war aus Seidenpapier und ich liebte den Regen trotzdem. Vierhändig sammelte ich Nylonstrümpfe. Aus der Zeit bis 1999 spielte niemals Klavier oder Cembalo. Und hieß einmal Rita. Und ich dachte viel darüber nach, als es eines Tages passierte. Oder eines Nachts, das vermochte ich nicht zu sagen. Es. Auch andere mussten noch irgendwo leben, die es drängte zu springen. Andere wie mich. Solche, durch die man hindurch sah. Angenommen, man hätte uns gefunden, wie wäre über uns gedacht worden, über uns, die mit der transparenten Haut. Als ich mich eines Abends erneut aus dem Fenster warf, flog ich einen Moment lang an ihr vorbei. Oszillierende Fallstudien mit ihr und ohne sie vor den Augen. Ich war mir augenblicklich sicher, dass Ling nur eine von uns sein konnte. Wir. Wesen, deren Hautschichten, Bindegewebe, Fett und Muskeln durchsichtig, Knochen und Organe umschlossen, den Blick auf unser Inneres freigebend. Doch nur scheinbar, denn unser Innenleben blieb, anders als das transparenter Tiere, bis auf milchig schemenhafte Umrisse, genauso verborgen wie das der anderen. Wir waren kaum hier. Nur schwebendes Haar verriet uns. Menschlose Frisuren, genug, um ans Licht zu kommen. Mir vorzustellen, wie es wäre, könnte man alles in uns sehen, bekam mir schlecht. In diesen Momenten vermehrten sich die Hände vor meinen Augen. Denn dann käme unser niemals freiwilliger Striptease. Die Peinlichkeit des völlig Offengelegten. Wenn alle gewusst hätten, dass wir existierten, wäre das Laufhaus, in dem Ling und ich arbeiteten, ein Labor geworden. Unsere Freier hätten uns nicht bezahlt. Denn wir wären nicht mehr ihr exklusives Vergnügen gewesen. Wir, die Glasflügelschmetterlinge, die Glasfrösche. Man hätte uns eingefangen. Die Wissenschaft hätte uns absorbiert, aber wir blieben eine Spezies, von der niemand wusste. Ein wertvolles Geheimnis, das ich selbst zu hüten gelernt hatte. Hinter Balkonblumen aus von Regen verklumptem Seidenpapier, Maché. Unberührbar in unseren Gedankengängen. Kaum Licht wurde von uns reflektiert. Die Königinnen der Durchsichtigen, Rita
und Ling aus dem Club Venus wonnen. Die Rothaarige mit der Old Hollywood-Figur und die zarte kleine Chinesin. In einer Nachtschicht hatte sich jemand einen Spaß gemacht und uns Ling und Lita genannt. Wir hatten keine Ahnung, warum wir so geworden waren, wussten nicht, wann wir uns verändert hatten. Venen und Arterien waren klar farbig, wie unsere Augen, in denen eine kleine, runde namens Iris wohnte. Aber nach außen hin waren wir nur zarte Schraffur. Die Biologie hatte es seltsam mit uns gemeint. Ich hatte es nur durch einen Zufall bemerkt. Kurz nachdem ich im Laufhaus angefangen hatte, grüßte mich niemand mehr. Sie übersahen mich. Damals musste es geschehen sein. Vielleicht war Ling nicht bewusst, wie sie wirklich war, aber entscheidend blieb, ich hatte sie gefunden, bevor sie sich in Gefahr begeben konnte. Wären wir tatsächlich wie der Glasfrosch, hätte man uns in unter Menschen ungekannter Nacktheit gesehen. An unseren Drüsen hätte man saugen wollen, aus experimenteller Gier, unter Vernachlässigung jeder Vergeblichkeit, denn unsere Leber dann ablecken, die Bitterkeit, uns die Lunge, uns das Blut, gar das Gehirn, die... Doch um zu finden, was sie suchten, wären ihre Hände zu tief und zärtlichkeitsblind in uns eingetaucht. Dann wären sie fündig geworden und uns an die Nieren gegangen, an die Blase, vielleicht an... Sie hätten uns gemietet für eine halbe Stunde. Wir hätten einfach gesagt, hallo, Süßer. Aber dann fick mein Herz, denn dafür hätten sie bezahlt. Manche hätten sich vor uns gefürchtet, natürlich, doch mindestens genauso viele wären erregt gewesen von unserem Anblick, der weißlichen Silhouette in der Form einer Frau. Wir vor der Leinwand der anderen, zwischen ihnen und der Ödnis ihres Alltags. Deshalb versteckten wir unser Wunder. Jeden Morgen kam er in meinen kleinen Raum, pünktlich um 5:30, zwischen der Sperrstunde des Clubs um 3, manchmal 4:30 und der für die ersten Kunden geöffneten, frisch geputzten Eingangstür um 9, blieb ihm genügend Zeit für Ling und mich. Er war nicht immer ein Künstler gewesen, doch er hatte Erfahrung darin, sich selbst zu bemalen, sein Gesicht zu dem einer Dame zu machen. Seine Hände waren versiert, sein Bodypainting detailreich, unsere Haut wurde sichtbar. Man erzählte Geschichten von den Frauen des Venus und wir kamen darin vor. Wir wurden von Leberblum in wenigen Stunden vermenschlicht, eingetragen in den Tag wie in die anderen Kanten, voll mit Leuten, die man sah. Wir bekamen Geld von ihm, obwohl er etwas für uns tat. Er gab uns winzige Narben, schenkte uns Augen, 2 chinesische, 2 nordische, feine Härchen und Muttermale. Oft dachte ich an meine Eltern, wenn er uns färbte, und ans Fliegen vorbei an ihrem Fenster, auf den vielen Wegen nach unten, Mutationen eines alten Traums. Es war eindeutig, dass der Maestro die zarte Ling lieber bemalte als mich. Sie war sein Mandala, sein vergängliches Meisterstück, jeden Tag neu zu erschaffen. Aber die Farbe auf uns trotzte auch festeren Berührungen. Wenn man sie auf Männern wiederfand, unterschied sie sich nicht von Make-up-Resten. Wir hinterließen Spuren eines ganz normalen Verrats. Ling war biegsamer als die meisten von uns. Leberblums Pinsel schmiegten sich mühelos an sie. Er genoss, wie widerstandslos sie sich ihm fügte.
Meine Gefühle für Ling waren niemals klar, stark im Auslösen von Chaos, im Geben, im Nehmen. Sie mochte die pseudokinesische Variation meines Namens. Sie versuchte, die Männer zu verstehen, die über uns kamen. Archetypen, Phänotypen, einsame Typen, it's a man's world, hatte sie mehr als einmal gesagt. Man musste sie immer interpretieren. Sie wollte nie auf Anhieb verstanden werden. Eines regnerischen Tages fiel mir die Puppe, die ich nach ihrem Vorbild gebastelt hatte, einfach so aus den Händen. Sie zerbrach nicht, aber sie landete in jenem Fluss, zu dem die Schneeschmelze den Bach hinter dem Nachtclub Venus Wonnen hatte anschwellen lassen. Eine knappe Stunde später tat es mir leid. Ich habe sie aus ihrem Selbst herausgeschleudert. Sie hatte meine Hilfe dabei nie gewollt. Alles, was ich nun tun kann, ist sie wieder gesund zu bauen. Voodoo invers. Der Zauber einer Schuld. Ling, I am Samira missing you. Weil du webst, selbst wenn du schläfst, Spider-Woman, hast dich davon gemacht. Spinnenseide schießt aus deinen Händen, doch niemand schreibt über dich. Du glänzt auch ohne einen Catsuit in Rot-Blau. Aus 20 Tänzen bestand deine längste Nacht, ich sehe dich. Schwünge der Unsichtbaren vorbei an geschlossenen Fenstern. Aber von meinen vielen Katzenleben mit dir ist mir jenes zuwider, in dem du fliegen kannst und ich nicht. Ich falle aus hängenden Gärten, dein engstes Kleid war aus 1000 Gräsern, auf die man dich niederzwang. Wir haben alles verändert. Moloch spielt jetzt Flöte und hält sich für Satyr. Unter ihm forsche ich in meinen Träumen aus Nerven an Spinnenseide, während Früchte sterben wie das leiseste Tier. Durchsicht animalisch, kaum ein Bild von dir. Fehllichter der Tiefsee, verspiegelte Schuppen trüben Fische ein. Tarnung steigt exponentiell, ein Meerleben unter Netzhäuten. Doch die Schwarmintelligenz transparenter Tiere hilft den Glaswelsen Thailands wenig. Der Weg von Bächen ins Meer, eine Ewigkeit. Ich fange dich nicht mehr ein. Greta Morgane Otto fliegt, aber Cryptopterus Vitriolus schwimmt. Wir haben uns in Symbolen verloren. Die Nord-Isabella liegt als Flaschenschiff am Tresen des Venus-Wonnen. Es wird jemand kommen, der die Trägerin des Frauennamens zerbrechen will. Wer es schafft, Motten im Vogelkäfig zu halten, hat eine Zukunft.